Hast du den Film denn schon gesehen? Ja, leider synchronisiert. Oh. Ich mag das Original lieber, also wenn Englisch gesprochen wird, aber ja. Aber ist alles schon passiert. Ist es, also wir sind alle ja ganz gespannt, das heißt, es wird ein ganz, ganz spannender Film. Er ist natürlich, hat er auch diese ganze Conspiracy Theory, dieses ganze Politische, was ja jetzt eigentlich mehr denn je total aktuell wird, wenn man jetzt auch in die Nachrichten schaut. War das damals schon, als ihr das gedreht habt, etwas, wo du dir gedacht hast, Mensch, das kommt noch? Oder war das jetzt was, wo man da gar nicht so drüber nachgedacht hat als Schauspieler, weil man gesagt hat, Mensch, ich finde einfach die Rolle toll und einen Thriller zu machen? Nee, ich hab mich schon vorbereitet, indem ich halt Dokumentation und mir Texte durchgelesen habe und also habe mich natürlich auch auf das Fotografische, ich habe einen Fotografen gespielt, vorbereitet und die ganze politische Brisanz, die hat eigentlich nie nachgelassen. Nur die Aktualität ist halt, die steigt halt immer mehr und eigentlich war es schon damals ziemlich offensichtlich, wie die ganzen Zusammenhänge waren und dass es eigentlich nur so vonstatten gegangen ist, also dass die Politik dort relativ unverhältnismäßig und ungerecht teilweise vonstatten geht. Also es ist schwierig, sich da diplomatisch auszudrücken, aber die Fakten sprechen halt gegen die politische Führung und ja, das ist halt also nach wie vor zu sehen, es wird immer klarer. Ja. Wird man da auch, also innerlich, ich weiß auch nicht, wenn man sich da reinversetzt in jemand, der da aktiv wird, der sich da aufbäumt, wäre das etwas, wo du sagst, Mensch, das kann ich total nachvollziehen oder das habe ich in irgendeiner Form vielleicht auch schon mal gemacht oder ist es jetzt schon was, wo du dann auch wieder Distanz findest, weil du sagst, der Typ bin ich jetzt nicht, der sich da hinstellt und da politisch aktiv wird? Ja, ganz richtig. Ich bin nicht so der politische Typ, beziehungsweise es ist halt auch schwer, Partei zu ergreifen, wenn man halt die ganzen Fakten nicht kennt. Also ich habe da schon sehr viel Respekt vor all den Realitäten und Wahrheiten, die es dort gibt. Und da gibt es halt mehrere Seiten. Da gibt es halt nicht nur schwarz und weiß. Aber es gibt bestimmte Fakten irgendwie, die halt erzählenswert sind und die sind halt in diesem Film auch zu sehen. Ja. Und jetzt für alle erfahrbar, sozusagen. Sehr gut, dann freuen wir uns schon drauf. Jetzt muss ich noch einmal ganz blöd fragen, was war denn deine Lieblingsszene? Es gibt auch bestimmt irgendwas, wo man sagt, Mensch, auch wenn es blöd klingt, keine Ahnung, ich wollte immer schon mal dieses Motorrad fahren und es war ein Wahnsinnsgefühl oder ich wollte mal mit Moritz vor der Kamera stehen oder es muss irgend so ein Highlight für dich an dem Dreher bei dem Film? Ja, also Spaß hat gemacht zum Beispiel die Szene, wenn ich bei ihm auftauche, so den lauten, knallenden zu spielen. Und Party-Szene macht natürlich auch Spaß, so ein bisschen ausrasten und Spaß haben. Naja, ist ja immer so. Spaß, glaube ich, die Models zu inszenieren irgendwie. Also wenn wir dann so eine Montage hatten, wo wir halt ein Fotoshooting hatten, dann war es schon lustig auf jeden Fall. Hat das Fotografen-Dasein plötzlich richtig Spaß gemacht. Total. Ja. Sehr gut, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück. Ich drücke euch die Daumen und ich freue mich sehr auf den Film. Dankeschön. Ja. Danke dir. Gute.